Zaubertrimmung plus 19 Gesundheit. Das ist nicht möglich. Und jetzt habe ich zwei, die Attribute, die du durch Glutstein erhältst, sind gelb markiert. Das ist wunderbar, es ist super übersichtlich. Das meine ich ernst. Okay, ich brauche trotzdem noch Identifizierungssachen. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg. Der findet mich schon. Dementsprechend, ich habe hier noch eine, wunderbar. Mana, Elektri und, das war Verschwendung. Das kann natürlich auch immer passieren. Jo. Es ist ganz schön warm, ne? Also wenn ich mal so bedenke, so vorgestern war es sehr, sehr kalt. Da habe ich sehr, sehr gefroren. Aber mittlerweile wird es doch recht warm. Gestern und heute zumindest war es ziemlich schwül. Obwohl vorgestern, muss ich sagen, Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Da habe ich nicht so auf die Temperatur geachtet. Es ist um Vergleich zu machen, heute ist der 16. September. Stadtportal. Okay, die Tür habe ich aufgemacht. Die Frage ist nur. Jetzt habe ich dich. Was hast du mit Ulrich gemacht? Ich bin hier, Brink. Ich habe nach Syl geschickt. Aber von euch oder eurem Freund war nicht die Rede, soweit ich mich erinnere. Dennoch könntet ihr euch als nützlich erweisen. Hui! Okay. Wieso springst du da rein? Lass bloß meine Katze in Ruhe, du Lümmel. Die Nachtara hat dir nichts getan. Warte mal. Oh, das war ein schöner Crit-Treffer. Warum hat der mich getroffen überhaupt? Der Streifträger ist so super. Mach das mal und das. Ich kann ihm Leben klauen, das ist eigentlich ganz gut. Das war ein Streiftreffer, das bedeutet, der trifft nicht so gut. Also zerstören, weil es mir im Weg liegt. Ja, wir haben jetzt viele Sachen. Tut mir leid, Syl. Was ist geschehen? Oh nein, mein Freund. Oh. Ihr sagt, Ulrich wäre dafür verantwortlich? Dann war sein Brief eine Falle? Aber warum? Die Verderbtheit hier muss seinen Geist verwirrt haben. Unglaublich, dass sie so mächtig ist. Ja. Ja, wie ich sehe, seid auch ihr davon ergriffen. Na super. Der Pesthauch breitet sich in euch aus. Und wenn wir keinen Weg finden, ihn aufzuhalten, erwartet euch dasselbe Schicksal wie Brink. Ich will mich nicht in so ein Monster verwandeln. Es tut mir leid, dass ich euch mit hineingezogen habe. Ich werde mein Bestes geben, um euch zu heilen. Kommt zu mir nach Torchlight, dann erkläre ich euch meinen Plan. Alles klar, das machen wir, Süße. Sie haben eine neue Quest gestartet. Ja, eine Quest fürs Leben. Ich will mich nicht in so ein Monster verwandeln. Das passt nicht zu mir. Wir kriegen hier einige... Oh, die Musik ist nicht schlecht. Die ist so simpel. Da ist nicht so viel hin und her. Und es ist einfach trotzdem wunderbar. Ja, und jetzt hat sie sich geändert. Ist trotzdem super, die Musik. Ich werde gleich nochmal mein Inventar überblicken, weil ich glaube, es wird langsam wieder voll. Hier gibt es so verschiedene Shortcuts, was immer ganz gut. Hier so ein Wegpunkt. Das bedeutet, ich kann mich immer wieder hierhin teleportieren und andersrum auch. Hallo, Mädchen, danke. So, bevor ich in die Stadt gehe, was haben wir denn hier? Broms
Dichtfell-Elixier. Erhöht die Verteidigung permanent um 2. Das wäre ganz gut. Kann ich das meinem Begleiter geben? Das wäre super. Okay, das weg, das weg, das weg. Nicht identifizierte Haube. Bonus-Attribut Magie, Giftresistenz brauche ich nicht. 8 Giftresistenz und Elektroschaden. Was haben wir hier? 1% mehr Erfahrung will ich natürlich gerne behalten. Ah, da ist natürlich viel Glutstein mit drin. Das kann rüber. Was haben wir hier? Attribut Stärke brauche ich auch nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass das was wird. Erfordert Stufe 6, 4 Rüstung plus 3 Elektrizität. Und was haben wir hier? Erfordert Stufe 4, Magie 3, Verteidigung 12, seltener Helm. 5 Rüstung, 2 Eisresistenz plus 4, erhöht jeden körperlichen und Elementarschaden. Oh, ist gar nicht mal schlecht. Dann kann das rüber. Warte mal. Vielleicht kann ich die irgendwie so hinstellen. Nicht möglich. Ja, das Haar gefällt mir ganz gut. Wunderbar. So. Jetzt muss ich zurück nach Deutschland. Das machen wir auch gleich. Ich denke mal, unser Nachthara kann nochmal Sachen verkaufen. Das hat sich bis jetzt super geschlagen, die Kleine. Begleiter kann nicht von hier weg. Stimmt, das geht hier nicht. Macht aber nichts. So, mit der müssen wir sprechen, mit dem sprechen wir jetzt. Brauchen Sie etwas? Wolltest du nicht? Ah, nee, stimmt. Halte ich genug auf einen Gegenstand, um ihn das über sofort in das Feld gegenüber zu verschieben. Verzauberung. Das ist nicht möglich. Das Glück ist Ihnen hold. Jawohl, was haben wir bekommen? Super, schnellerer Angriff. Brauchen 2% 2 Feuerangriff, okay. Chance auf Entzauberung 4%. Glück ist auf Ihrer Seite. Neue Verzauberung 9%. Das behalte ich auch mal, das reicht mir. Ich möchte jetzt die Verzauberung nicht verlieren. Hallo. Umwandlungsbildschirm. Platziere Gegenstände hier und versuche sie in dem Umwandlungsbutton zu kombinieren. Es gibt viele Rezepte zur Umwandlung. Ah, okay. Gute Reise. Ja. Weißt du was? Probier's mal. Ups, Entschuldigung. Gegrüßet seist du auch. Das Glück ist ihnen hold. Oh, Giftschaden. Oh, geil. Ich verstehe. Passt auf euch auf. Ich muss also 4 Gegenstände, 4 muss ich nehmen. Oh, Eisschaden. Oh, das wird richtig cool. Okay, Waffen plus 6 Giftschaden oder Giftresistenz und Eisresistenz. Okay. Eigentlich gar nicht mal schlecht, dass man hier die Sachen umwandeln kann. Das macht alles wesentlich angenehmer. Was kann ich für Sie tun? Ah, wie ich sehe, habt ihr ein Stück strahlenden Glutstein gefunden. Hoffentlich war es nicht zu mühsam. Hier ist eure Belohnung. Das ist ein schönes, klares Exemplar, aber irgendwie irgendwas daran ist seltsam. Alle Glutscheine aus Deutschland scheinen eine besondere Eigenschaft zu haben. Nun, das werde ich schon bald besser verstehen. Alles klar, wir haben Ruhm und XP bekommen. Was sagt denn mein Charakterbildschirm? Ja, das sieht super aus. Um Edelsteine zu zerstören, warte mal. Edelsteine zerstören. Sekunde, kann ich hier drücke zerstören, um Edelsteine. Ah, ich kann hier nur die Edelsteine raushauen. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Okay, ich verstehe. Was haben wir hier? Und hier? Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Hier kann ich die Edelsteine aus Waffen zerstören. Ja, der haut dafür zerstört den Edelstein, aber ich kann die Waffen neu besetzen. Und hier kann ich die Waffe zerstören, aber dafür kriege ich die Dingsbums raus. Die Edelsteine da draus. Ich verstehe es. Okay. Guten Tag.
So, Glutstein ist die Essenz der Magie, aber er nimmt Eigenschaften seiner Umgebung an. Deshalb haben Glutsteine von verschiedenen Orten auch unterschiedliches Aussehen und Eigenschaften. Okay, ich habe von einer weitläufigen Nekropole gehört, die unter der Mine begraben ist. An solchen Plätzen kann man manchmal Todesglutstein finden. Einen derartigen Glutstein zu studieren ist schon lange ein Traum von mir. Solltet ihr einen finden, bringt ihn mir doch. Ja, warum eigentlich nicht? Ich gehe jetzt trotzdem nochmal zum... Hey! Hi! Was haben wir hier? Karten, Schrifthöhle, Stufe 1 bis 10. Verschollenen Dungeon. Das nehme ich mal mit. Was haben wir hier? Elektrizitätsresistenz plus 3 Mana. Zauberspruch Frost 1. Habe ich aber schon. Vergeltung. Der Zauber ist von einem rachsüchtigen Geist besessen, der bei Angeln automatisch zurückschlägt. Ich verstehe. Was haben wir hier? Skelett beschwören. Kostet ein Tausender. Du hast hier Waffen. Okay, du kannst mir Sachen und Rüstungen verkaufen. Okay, das macht aber nichts. Was haben wir hier? Ich bin der große Badetrill. Ihr habt vielleicht schon von mir gehört, nicht? Und genau das ist mein Problem. Trotz meines exorbitanten Talents hat sich die Kunde von mir noch nicht bis zu den Massen herumgesprochen. Meine Fähigkeiten stehen außer Zweifel, aber vielleicht fehlt es einfach an der richtigen Geschichte. Möglicherweise können eure Heldentaten mich inspirieren, eine Bestie, die als Varka sehr bekannt ist, taucht nächtens auf und streift durch Torchlight. Sie soll Ähnlichkeit mit einer Fledermaus haben und ist sehr mächtig. Ihr Hort befindet sich angeblich auf der dritten Ebene. Das nehmen wir mal mit. Sie haben eine neue Quest gestartet. So, hallo. Ich habe ja gesagt, von denen hätte ich gern mindestens 10 Stück. Wunderbar. Auf euch auf. So, hattest du nicht noch ich irgendwas die für mich? Schönsten Edel- und Blutsteine. 21 Gesundheit ist natürlich super. Bis nachher. So, das lerne ich mal. Okay. Dann würde ich nämlich sagen, ein Skelett beschwören. Das kann einem helfen. So, die Waffe ist jetzt Feuer und Eis, deswegen mehr Eis, deswegen glüht die so. Hallo Mädchen! Meine Schwester Morgan will Torchlight wegen der Monster verlassen. Weiß sie nicht mehr, was wir durchmachen mussten, um hierher zu kommen? Wir sind weit gereist, und um reiche Glutsteinminenarbeiter zu treffen. Da werde ich doch jetzt nicht wegen ein paar Felstrollen Fersengeld geben. Ah, so, die sind also hergekommen, weil hier die Männer halt. Ich verstehe, wegen den Herren ist sie hergezogen. Hoffentlich benehmen sich diese Herrschaften auch. So, hier ist nur noch Friedhof. Das ist okay. Gehört ja auch dazu zum Leben. So, das ist der Wegpunkt. Wen haben wir hier? Es ist das Risiko nicht weit. Wert, würde ich sagen. Warum will mein Mann das nicht begreifen? Es gibt noch andere Glutsteinminen auf der Welt. Wir sollten Albert nehmen und uns in einer davon Arbeit suchen. Es mag dort weniger Erz geben, aber wenigstens sind sie nicht so voller Monster. Okay, das ist also der kleine Albert. Oh, wie goldig. Aber die Hände sind ein bisschen... Ihr seht stark aus. Super. So, wir haben jetzt einige. Ich will jetzt hier erstmal alles erkunden. Aber ich glaube, die haben alle nicht so viel zu sagen. Hufschmied! Oh, da kommt. Alter, der ist natürlich übel. 4 Mana bei Treffer bestimmt. Oh, der ist super. Aber der kostet 1300. Das ist also wirklich. Das ist mein Mann. Also, ihr wisst, was ich meine. Der hat hier echt den Shit, den ich will. Er fordert Stufe 8. Hier aus auch super, aber was hat der denn für Bonis? Rüstung bei Treffer. Oh, das ist alles super. Er hat hier schöne Bögen.
den sollten wir uns im Kopf behalten. Den Bergmann von mir aus. Jo, Tagebuch, nein. Quests. Nicht abgeschlossen. Finde die Bibliothek des Aufsehers. Syl glaubt, dass dort Informationen zu finden sind. Es kann doch gar nicht sein. Das ist alles ein bisschen viel für mich. Brink ist tot, mein Meister ist weg und für eure Verderbtheit fühle ich mich auch verantwortlich. Irgendwie verbindet sich der Pesthauch im Blutstein mit eurem Fleisch und verändert es. Aber zumindest ist es ein langsamer Prozess. Ich weiß einige Dinge über die Grüfte unter der Mine. Der Aufseher hat mit Methoden zur Reinigung von Blutstein experimentiert. Vielleicht können wir sein Wissen dazu benutzen, euch von der Verderbtheit zu befreien. Findet die Bibliothek des Aufsehers, dort müssten seine Aufzeichnungen liegen. Alles klar, machen wir. Jetzt haben wir die Quest, okay. Ich würde aber trotzdem die Nebenquest erstmal gerne machen, einfach weil ich Bock drauf habe. Okay, ich heile mich nicht automatisch. Hallo, kleine Alma. Manchmal macht das Pferd mir Angst. Ja, passt schon. So, hallo. Warte mal. Hallo, hi. Warum hast du einen Topf auf dem Kopf? Hey, hallo, willkommen in Torchlight. Ich bin Hutch, der reichste Mann der Stadt. Nun, zumindest ist das mein Plan. Und ich soll dir den Reichtum besorgen, du Lümmel. Ja, war klar. Aber es gibt Ruhm, ne? Und zwei Heiltränke und einen Zaubertrank. Ich habe noch nicht alle Details ausgearbeitet, aber der Schlüssel dazu ist dieser Zauberstab. Er öffnet ein Portal an einem ganz bestimmten Ort und ich bin sicher, dass er voller Schätze ist. Das Problem ist, dass er auch voller Monster ist. Also kann ich nicht selbst nachsehen. Wenn ihr die Monster fertig machen werdet, wenn ihr mit den Monstern fertig werdet und mir die besten Schätze bringt, die ihr dort findet, könnt ihr Gold und Waffen für euch selbst behalten. Aber seid vorsichtig, ich glaube nicht, dass andere Portale dort funktionieren. Was sagt ihr da? Ja, nimm mal. Sie haben eine neue Quest gestartet. Wir haben so viele Quests hier, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Heilung der Verderbtheit ist die Grund, das ist die Hauptquest. Okay, es geht abwärts. Gibt's da? Ja, komm. Da mache ich das erstmal. Ja, ich muss mal gucken, wie ich die Folgen so schneide. Ich nehme jetzt auch schon knapp über eine Stunde auf. Okay, das wird lustig. Hier könnte eigentlich ein super Schnitt gemacht werden, aber das mache ich dann später. Das ist ja jetzt hier bei diesem Spiel nicht so tragisch. Katze, hierher, komm. Nachthara, was machst du denn? Nicht angreifen. Ich habe nicht genug Mana. Die Monster vergiften, wenn sie explodieren. Der ist langsam, das ist eigentlich ganz gut. Oh, die kritischen Treffer sind super. Okay, nicht identifizierter Ring, wunderbar. Ja, bei den Zombies, manche Zombies sind halt... Hier muss man ein bisschen schlau vorgehen. Kann man sich nicht einfach ins Getümmel stürzen, weil die Zombies doch einiges aushalten. Dementsprechend gehe ich hier ein bisschen langsamer vor. Okay, ich bin hier. Hier bin ich einigermaßen sicher. Prügelstab interessiert mich nicht. Was haben wir hier? 49 verlässliche Pistole. 37. Trotzdem bleibe ich bei dem Gewehr. Oh, 49 Schaden pro Sekunde. Plus 4 Feuerschaden. Die ist aber, durch die Verzauberung ist sie halt gut, ne? Das darf man natürlich jetzt nicht so einfach auf die leichte Schulter nehmen. Mana, Feuerschaden, Gesundheit, Mana, höheres Zaubertempo. Ah, ist natürlich ärgerlich. Komm, dann nehmen wir das mal rüber. Okay.
Ja, der hätte ja ruhig mal was fallen lassen können. Bei den Vasen müssen wir mal aufpassen, da kann nicht passieren. Jawohl. Stufe aufgestiegen. Boah, den habe ich ja gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ich habe das Spiel so gerne gespielt. Das Schöne ist an dem Spiel, es läuft da wirklich auf jedem System mittlerweile. Und dementsprechend kann man das überall spielen, wie man will. Ja, ich glaube, so ein Feuermagier hat Probleme mit Dingsbums. Mit... Warte mal, da ist da noch was. Identifizierungsschriftrolle. So. 2 Verteidigung. 3 Geschicklichkeit. So, entweder Schaden erhöhen. Ja, mache ich das hier und das hier erstmal. Und ab Stufe 10 mache ich hier erstmal. Obwohl, ab Stufe 10 versuche ich das hier zu machen. Immer wenn ich kann. Weil ich glaube, das hilft mir einfach, meinen Charakter schneller wachsen zu lassen. So, was haben wir hier? Kurzbogen, 40 Schaden. Ja, ist ganz nett, aber brauche ich nicht. Okay, bei den Giftzombies halt immer ein bisschen aufpassen. Katze? Nein, hier hin. Oh, das war ein schöner Crit-Schaden. Ja, Crit-Schaden ist super. So, nach Dara, mein Kleines. Das machst du super. Da darf man natürlich mit Lob nicht sparen. Und wenn man sich auf seine Haustiere verlassen kann, dann muss man ihnen das auch zeigen. Ich sollte gucken, dass ich mir einen Giftzauber besorge. Aber der Querschläger ist natürlich super, weil der durch die Viecher durchgeht. Warte mal, ich will mal was gucken. Optionen, Einstellungen. Ich will mal gucken, ob ich... nee, kann ich nicht. Ja, wie man sieht, ich habe eine ganz andere Einstellung aufgewählt, weil ich das Spiel im Fenstermodus starte. Dann kann ich einfach ein bisschen besser agieren. Bei dem Spiel geht das, ist das kein Problem. Ich will gucken, was ich drücken muss, um die Gegenstände anzeigen zu lassen. Ich weiß nur nicht ganz. Partnermenü? Nein. Q. Ah, mit W. Okay, mit W wechsle ich also die Waffen. Okay, ich verstehe. Mit E, klar, natürlich, hebe ich Sachen auf, glaube ich. Stopp! Nach Tara, nein! Nein! Och! Böse, mach Sitz! Du bist auch auf Passiv! Defensiv, wunderbar. Hallo, ich wollte doch... Was nimmst du? Das auch, das auch. So, wunderbar, freue ich mich. Ja, an sich sind die alle super. Man muss halt immer nur ein bisschen aufpassen. Nicht genug Mana. Nein, du hast nicht genug Mana, Mädchen. Das ist nicht gut. So, beschwöre ich mal ein Skelett. Warum ist er vergiftet? Katze, nein! Warum kann ich ihn so einstellen, dass er nichts macht? Ich habe nämlich keine Lust, dass er stirbt. Obwohl, ist jetzt nicht so tragisch. Sterben tun die nicht wirklich. Die sind dann einfach nur eine Zeit lang nicht mehr... Können dann einfach nur eine Zeit lang nicht mehr benutzt werden. So. Ich habe nicht genug Mana. Ich muss aufhören, nicht, dass ich das Mana hier
spamme.